Hallo meine Freunde, willkommen zu Ikaros Open World. Wir sind endlich, Hamas. Wir können bauen und niemand nimmt uns weg, außer wir selbst, die Gegner, das Wetter, eventuelle Bugs, aber sonst keiner. Wir sind auf Deutsch, wir sind eh auf der sicheren Seite, so ziemlich. Gut, das heißt, beim letzten Mal ist mir leider die Aufnahme ja ein bisschen platt gegangen. Jetzt geht's wieder. Den einen habe ich letztens überhaupt nicht getroffen dort, aber wurscht. War die Aufnahme ein bisschen platt und habe jetzt, soweit ich euch dann nur kurz nach dran hängt, was ich gemacht habe. Also ich bin jetzt bei, das ist meine, wie gesagt, das ist hier nur meine Bauhütte. Ich habe mir überlegt, was ich mache, ich weiß jetzt, was ich mache. Ich baue von hier eine Rampe, mittig hier rauf, wie so ein Hotel auf einer Insel, auf Stöcken, also auf Säulen, nach oben hier, so hoch es geht, mal ein Haus mit einer gläsernen Etage, mit schöner Einrichtung, einer Dach an, ein Flachdach dicht, mit Gemüseklumper dran, weil ich glaube, dass ich das nicht auf den Zug macht. Das geht zwecks. Da brauche ich ein Glashausmäßig. Das machen wir aufs Dach. Und ja, Werkstätten drunter und Wohnbereich. Also wirklich was Schönes, einfach nur mal so, um das hier zu haben. Dass das nicht zerstört wird, habe ich mir überlegt, was nehmen wir. Natürlich gehen wir einfach im Technikbaum aufs Letzte und schauen, was man da bauen kann. Genau. Und kommt drauf, dass da aber nichts ist, was man in dem Film was bringt. Also geht noch aufs Vorletzte. Man sieht Aluminiumbalken und Betonträger. Hier steht, weil die Stats sagen wir jetzt nicht recht viel. Temperaturisolierung 3, 50 Widerstand gegen Bäume und Windwiderstand. Da steht nichts vom Windwiderstand, aber 100% gegen Bäume. Also gehe ich mal davon aus, dass auch der Wind funktioniert. 15 Isolierung ist mehr. Also gehe ich jetzt grob mal davon aus, dass das besser ist. Und dann lest man das Blaue drüber. Steht hier. Verankert Anlagen im Boden und ermöglicht hohe Gebäude. Das wird auch für meine Bergseilbahn-Ding da hinten oder irgendwo, ich die mache aus dem Berg raus, als Stützen dann fungieren nebenbei. Und das ist bei dem hier, hier steht, wie gesagt, ermöglicht hohe Gebäude. Ermöglicht extrem hohe Gebäude. Wissen wir schon, was wir machen. Also das, dazu brauchen wir Betonmischungen, Stahlbahn etc. etc. Und es geht los mit Farmen. Somit habe ich jetzt nichts anderes gemacht, als hier mal diese Mischmaschine aufgestellt, habe wieder ein bisschen Eisen gefarmt und bin jetzt hier dran, den, ja genau, jetzt geht's, den Hochofen hier zu machen. Den brauche ich nämlich. So, den werden wir sich jetzt aufstellen. Wie gesagt, ich setze jetzt mal dabei beim Grundsteinlegen von den restlichen. Schauen wir mal, ob das hält. Das ist recht schwer. Gut aus. Beim Grundsteinlegen dabei. Weil wir brauchen jetzt en masse. Hier. Erstens mal lernen wir das. Jetzt nervt mich, dass ich das nicht kann. Ich weiß noch immer, was das Aluminium gut sein soll. Dann. Hier steht dabei. Das stärkste, beständigste Fundament für jede Anlage. Bei den Wänden, da steht dabei, unverwüstlich. Heißt das jetzt, dass diese Bären das nicht mehr kaputt machen können? Das wäre natürlich toll. Werden wir noch mitkriegen. So, machen wir mal den Boden. Das. Gut. Wir werden natürlich, wir haben 114 Punkte, also es ist eigentlich völlig egal. Und bauen tun wir ja gerne, also wenn wir das machen wir das auch. Ein Aluminiumleiter ist zum Beispiel ja praktisch mal. So. Dann können wir hier jetzt ja was machen. Hier haben wir mal die Säulen. Dafür brauchen wir jetzt wieder Betonmischung, Stahlschrauben und Stahlbeton. Jetzt sehen wir, wenn wir sich dann zusammenschauen, was wir dann brauchen. Wir brauchen Stahlschrauben. Mir kommt es vor, die waren doch mal im Fabricator. Da haben sie aber mal was umgewurschtelt. Das weiß, soweit ich weiß. Ist egal, machen wir mal einen Aluminiumblock. Und Epoxid holen wir sich dann. So, Aluminium mitkommen. Ja, Aluminium da rein. Holz haben wir eh. Wir werden einen Kahlschlag machen, dann unten auf die Bäume von der Insel fällen. Oh. Das war jetzt irgendwie das Falsche. So, nochmal, dann müssen wir Aluminium herstellen. So, ich brauche nämlich für das Rumrennfinstern diese Lampe, wäre cool. Wobei ich jetzt nicht weiß. Die braucht ja wieder Sprit. Das ist aber nicht Wasser. Aber das, auch das kriegen wir hin. So,
und dein wunderschöner Sonntag ist und mein Geburtstag nebenbei. Das erwähne ich nur so, keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht spammen mit alles Gute, es ist wirklich, ich habe das wirklich nur so erwähnt, weil deswegen mache ich mir jetzt ein Bier auf gemütlich. 16er Blech ist zur Abwechslung mal geworden. Normalerweise ist es eh nicht, aber wurscht. So, und jetzt werden wir mal gucken. Also, Küken. Für hier, das werde ich machen: Epoxid, Glas und Seil. Wir brauchen Silizium. Mir ist Silizium vorausgegangen. Ich liebe das übrigens, dass ich von hier aus ins Wasser hüpfen kann. Und es mir spart, dass ich da die ganze Zeit rumwurschtel. Ich freue mich aber auch schon, wenn beide World Bosses angehen. Dann voll ausgestattet mit Buff Food und allem, was irgendwie geht. Und dann nur so zack, zack, bam, tot. Ne, so wird es nicht spielen, aber wir werden uns auf jeden Fall auch ein bisschen spielen mit die Bosse. Mit dem Bauen. Was, wenn ich da das Betonblöcke hinstelle, wie schnell kommt der Boss da durch? Kommt er überhaupt durch? Hab's vergessen, meine Axt ist ja, meine Ding ist kaputt. Der würde mich nämlich interessieren. Ob ich irgendwas mit für den Boss da, wenn ich dann ein Reittier mal habe. Also wir haben hier lang jetzt zu tun. Ich finde das total schön, wenn ich Icarus so gern spiele. Das ist wirklich absolut. Jetzt nicht allein ich da schaue. Warte mal hier. Hier, so, hier. Alleine die Umgebung. Die Schneebergspitzen. Der Wald. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach nur cool. Saumäßig cool. Ja. Jetzt werden wir mal ein kleines Feature nutzen, beziehungsweise Bug, beziehungsweise nicht Bug, beziehungsweise weiß ich es nicht. So, das heißt so viel wie, wir werden geschwind resetten. Nämlich mein Werkzeug. Was jetzt nur blöd ist, ist, ich habe jetzt keine Kiste. Ich dachte, kann ich jetzt irgendwo eine Kiste schnell bauen? Baum, Holz, das ist, oh ja, geht. Holz? So, genau, da ist das Teil. Man kann nämlich sein Werkzeug reparieren, das werde ich natürlich nicht immer, kann man aber auch immer machen. Eigentlich ist es wurscht, das ist ja ein Feature. Und würde das jetzt hier irgendwo abstellen. Machen wir dann da finde ich es wieder, so. So, und werde hier einfach jetzt alles, was nicht von meiner Ausrüstung war, hier reinhauen. So. Ihr könnt nämlich ja da immer wieder hin und weg könnt ihr problemlos mit der Fackel nämlich zur Station zurückstarten. Ah, mit der Fackel. Mit dem Shuttle hier. Und dadurch, dass ihr neu droppt, wieder mit dem Gear, was ihr von ausrüstungsmäßig mit habt, und es im Weltall in der Station keine Haltbarkeit in dem Sinne gibt, weil die Dinge immer voll sind, weil man es eigentlich immer neu mitnimmt. Das haben sie noch nicht eingeführt. Kommt vielleicht noch, weiß ich nicht. Kommt das immer voll repariert zurück, was jetzt am Anfang recht praktisch ist, weil man ja nicht die Ressourcen verwenden muss oder überhaupt mal so weit skillen muss, dass man eine Stahlaxt hat oder so. Bessere Yieldrate etc. hat man ja von Anfang an dann. Planet Crafter 1. Jetzt hier, Axt, voll, Start, los! Ich weiß sowieso nicht, ob man es überhaupt verlieren kann, das Zeug, aber ich werde es jetzt nicht ausprobieren. Zumindest nicht gleich. So, gut. Dann. Ja. Dann. Da. Wo landen wir jetzt? Standard Place. Warum macht es eigentlich immer ein Geräusch? Da wie wenn irgendwas kaputt wäre. Vor allem, es ist ja nichts kaputt. Das einzige Problem ist, ihr müsst halt alles wieder neu hingeben und ihr müsst auch wieder neu befüllen. Alles. Aber
wenn das Zeug schlichten das einzig große Problem ist, dann. Und dafür hat man ja wieder jetzt noch das volle Werkzeug. So, meine Kiste. Alles nehmen. So. Na schau. So, dann gehen wir Silizium farmen. Wir brauchen das für Glas, wir brauchen das für den Betonmischer leider in größeren Mengen. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich meine, noch nicht so schlimm, weil es in der Nähe ist, aber das, wenn man das wirklich viel braucht und weiter muss. Das Problem ist, dass ich gar nicht weiß, ob man das irgendwie in größerem Maße mit so einem Deep Drill meinen kann. In einer Höhle oder ich weiß nicht mal, ob das geht, keine Ahnung. Weiß nicht. Jetzt mein Essen zum Beispiel ist auch weg. Gut, Leute. Da ich gerade jetzt nur eigentlich kurz Silizium kurz brauche, werde ich das jetzt geschwind ein paar Erze abbauen und mich dann sofort wieder bei euch melden, wenn wir wieder am Weg zurück zur Base sind. Ich denke, das werden wir so machen. Dann müsst ihr nicht zuschauen, wie ich hier Steine klopfe. Wobei, gehört zum Gameplay, wäre jetzt gar nicht so tragisch, wenn ich irgendwas zum Babbeln habe und ich rede ja eh viel und gern, dann wäre es wurscht, aber jetzt gerade fällt mir jetzt gerade viel ein, weil ich eigentlich nur gerade so am Punkt bin, wo ich weitermachen wollte, aber nur gerade aus Not raus jetzt geschwind mehr Silizium brauche. Eigentlich hätte ich das jetzt nämlich gar nicht vorgehabt, dass ich das jetzt gleich mal abbaue. Aber wisst ihr, mit den ganzen Betonmischungen braucht das leider, die gläsernen Sachen brauchen das leider. Das heißt, ich vermute mal, dass Betonmischungen jetzt einmal dann mein Hauptprodukt werden, was ich jetzt herstelle. Daher gehe ich jetzt kurz ein bisschen farmen. So. Wir sehen uns gleich wieder. Puh, so. Angekommen in der Base, Silizium verstaut. Mehreres sogar, jetzt ist das alles voll jetzt gerade. Nur irgendwas fehlt mir jetzt dann wieder am meisten. Kann es sein? Ist es wirklich Baum? Das Baum? Baumharz? Was? Was? Wollte ich jetzt mal sagen, unbedingt. Okay, das hole ich gerade. Das grillen wir. Ja, das darf grillen. Die Frage ist. Kann man das auch grillen? Nö. Kann man nicht. Versuch was wert. So, dann werden wir jetzt hier das nehmen. Das stopfen wir da rein. So, das lassen wir gleich da drüben. Das ist mal für dezent viel Baumharz, was wir eh noch brauchen. Bullshit. Mein Fehler. Maximum Heat. RC und dann Maximum Heat. Fernsehwerbung, wie ich ein Kind war immer. Und diese ferngesteuerten Autos sind Rebound 4x4, den bin ich gefahren früher. Der war cool. Epoxid. Jetzt weiß ich, was ich den Scheiß hab. So, das brauche ich auch. So, Epoxid und Baumharz, glaube ich, war das hier. Also 4 Epoxid. Doing this. Dann nicht weitergehen, ein paar hundert machen. So, jetzt haben wir Epoxid und die Seile, ne? Ja, nee. Nee, 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 Mensch, alter Motherfucker und so. 4 Stück! So, das sollte ja jetzt da der Oberhammer sein, wenn ich jetzt Licht mit mir rumschleppen kann. Aber ich glaube fast, dass das Ding Sprit braucht. Zumindest vermute ich das jetzt mal. Ich vermute, das braucht Sprit. So, was steht da? Eine robuste, tragbare Lampe, die mit Biosprit betrieben wird. Fuck you! Na, Alter. Kann man wieder reinhauen.
Das ist das Einzige, das sehe ich da besser. Wo war das? Biosprit, Biosprit, Biosprit. Ah, Biosprit. Na, doch nicht. Ein Holzkomposter. Mühlendünger. Mit dem fange ich nicht viel an. Wo war denn das? Wo war denn das? Da waren irgendwo die Kanister. Ah, hier. Oh ja. Zersetzt ja gar nicht mehr so Biosprit und dann brauche ich dann einen Kanister. Na gut. Who cares? 12 mal das, 8 Kupferbahn, 20 Eisenbahn. 20 Eisenbahn. 8 Kupferbahn. 20 Stahlschrauben. Jetzt wird es langsam dann kompliziert, ja? Aber jetzt wäre Stahlbahn, da muss ich jetzt daher. Stahlbahn kommt aus der Paste. Gut, das ist eigentlich ziemlich wurscht. Mit anderen Worten. Das ist so ein Mist! Die Scheiße, wenn das leer ist, holt er sich da oben das raus. Das finde ich komplett deppert, weil ich habe das damals, ihr seht es sogar in der Aufnahme, glaube ich, habe ich das extra da oben mit der Hand per Hand da oben reinzogen, dass der Scheiß da nicht irgendwie, ach Gott, und jetzt darf der verarbeiten. Jetzt weiß ich wieder, wo ich es immer link gehabt habe. Ich habe es immer hier gehabt, wegen dem, weil es mit dem Zeug eh besser zurechtkommt dann. Nehmen wir das mal darüber. So ein Mist, wirklich. 12 von die Bahn. Einen hat er, also 11 brauchen wir. Fuck. Nein, was tue ich? Ja, genau, seine Wirbel. Ich mag das nicht, wenn da Sachen überbleibt. Deswegen tue ich das jetzt so akribisch sortieren. 20 Stahlschrauben. Da brauchen wir die Paste. Da brauchen wir die Bahn. Gut, das soll es ja ein paar geben. Mittlerweile habe ich gehört. 33. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Ich will nur nicht alles gleich verbrauchen. Und dann ist alles aus dem Geschenk. Weil, wisst ihr, eigentlich brauchen die Dinger zum Produzieren für alles ja gar nicht lang, ja? Für was da das den Wasseranschluss gibt, ja, fürs letzte Optimum, okay. Aber irgendwie, ja, eh schon wissen, ne? Kaum 5 nehme ich mit, weil es eine schöne Zahl ist. Danke. So, mit dem gehen wir jetzt daher. Nicht wundern übrigens, ich werde als Thumbnails jetzt öfters einfach nur schöne Umgebungsbilder nehmen. Wenn wir hier so Theorie reden und Crafting betreiben, komme ich nicht wirklich so gut dazu, dass ich da jetzt die Bilder sind immer die gleichen. Dann machen wir schöne Umgebungsbilder oder so. Ja, aber jetzt 200. So, auch erledigt. Biokomposter bauen. Kanister. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man das Ding was rein? Sind wir da hier? So. Was geht da jetzt gar alles rein? Ah, hier. Blödsinn. Mach was. Hallo? Ich Dumpfdödel. Baumarzt! Ein Gefäß. Haha, so läuft's. Jetzt befüllt er das. Okay, gut, ist ja auch was. Ja, dann können wir. Das ist ja wohl, stellen wir so ein Teil auch her. Auch wenn es wahrscheinlich ziemlich fin und friedrich ist.
Wieso brauche ich... Achso, ist die Ruhe, es geht auch. Ist ja witzig, also ein Fleisch, normal kriege ich ein rohes, aber ich brauche dann ein wenig, die Hälfte Fleisch, wenn ich es koche. Ja, es ist wie bei der, wie wenn man sich was kauft. Wenn alles Zeit drauf ist, kostet es mehr, obwohl es gleich ausschaut. Das ist halt einfach die Zeit, was du brauchst. Looks good. So, gibt es ja noch einen Shortcut jetzt für das zum Einschalten? So ein L dann oder so? So, was haben wir hier noch? Das. Das. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wir brauchen... Was ist da? Schrauben und Stahlbeton. Stahlbeton. Ja. Ist so betrachtet jetzt gar nicht so arg eigentlich mehr mittlerweile. Weil wenn ich mir jetzt anschaue, was ich da alles eigentlich jetzt schon mittlerweile beieinander habe. Das können wir brauchen. Finde ich das jetzt nicht mal so schlimm gerade. Aber eigentlich mal 8 von dem. Haben wir dann da. Haben wir nochmal Stahlbeton dazu. Ja, Schrauben brauche ich nur 2, so weit ich gesehen habe, oder? Ist aber nicht viel Schrauben für so ein Ding, aber ist wurscht. Alles okay, alles gut. Und dann brauchen wir das Zeug da. Nehmen wir da raus, das wird ein reines Produktionsding. Was haben wir da rein? Silizium darf da rüber. So. Mach einmal. Läuft, läuft, da, 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 la, da, da. Aber ich sehe mich schon, ich sehe mich da schon sehr viel farmen gehen. Was ich mich auch sehe, ist, keine Goldbahn zu haben. Oh, Eisenerz, ne, ich kann da bleiben. Stopfen wir jetzt auch darüber. Läuft, 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 läuft. Ich liebe es. So, wo kriegen wir jetzt diese bessere? Wir brauchen dann noch einen Fabricator. Habe ich mal gehört. Weil wir nicht die ganze Zeit hier nur mit Platin-Ding rumhängen. Wir wollen auch Titan-Werkzeuge und etc. Dafür brauchen wir aber einen Fabricator. Oh! Alter! Boah. Aber gut. Wir haben einmal genug. Was findest du wie ein Bärenarsch? Wir haben einmal genug. Nee, ich traue mir da nichts anzünden, großartig. Wir haben einmal genug, um mit unserem Bauvorhaben zu beginnen. Wir haben jetzt mal 10 solcher Dinge. Das ist jetzt nicht viel. Sag ganz ehrlich. Das ist nicht viel. Was fehlt denn da jetzt alles? Titan-Dinger. Fuck ja, denn, fuck ja. Da brauche ich aber einiges dafür. Maximum. Ja, mach mal. Wir werden... Ich weiß nicht, lass ich mal... Da habe ich 16. Lass mal ein paar nehmen wir da noch raus. So. Mal da rein. Und stellen hier her. Fail. So machen wir das. Die 3. Stahl, witzigerweise. Jetzt, was mir noch fehlt, ist eine Prioritätenliste. Das wäre noch cool. So, 12. Dann ist mit der Betonsäcke vorbei, aber das ist schon mal ein Anfang an 12 von denen. Wir haben 4 Füße brauchen wir. 4, 8, 12 sind 3 hoch, können wir mal bauen.
Weiß nur noch nicht, wie breit. Wie groß haben wir denn das hier? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5, oder das würde ich schon. In Abstand von 5 stelle ich die Stehe am 1. und beim 5. Nee. Oder? Oh ja. 1. und 5. stellen wir die Stehe. Eine ungerade Zahl will ich auf jeden Fall. Bei 3 ist mir zu wenig. 1. und 5. stellen wir hin. Ja. Im Notfall haben wir mal dazwischen noch einen hin, wenn es nicht geht. Ich will deswegen eine ungerade Zahl, ich will mittig unten bei der untersten Floor mittig die Rampe rauf haben. Und dann sind wir nach links, rechts gleich weit weg können. Daher, ich denke da schon weit über das nach, ein kleines, nachher dann ein kleines Treppenhaus an eine Seite rankleben. Das heißt, ein bisschen überstehen wird das sowieso alles dann. Das da könnte man mal verwenden eigentlich als, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Die werden wir mal zum Auspflöckeln nehmen, wie es so schön heißt. Genauso wie ich dann Bodenplatten brauche zum Auspfleckeln. Da werden wir aber die nehmen da. Kostet weniger. Kostet nix. Was kostet die Welt? The world is not enough, mein Freund. Eine Zähne. So. Na, 22. Geht schon was weiter. Wo tun wir das jetzt hin, so als Bauteil? Ich mache was mal da in die Mitte. So, Lämpchen. Mr. Lampe. Mehr da. Ich weiß, das brauche ich jetzt noch nicht, aber ich will, dass der, weil ich mag das nicht, wenn Maschinen untätig rumstehen. So, das ist jetzt die Frage. Fenster. Elf Lampe, na bitte. Cool. Cool. Extrem hell ist das Ding, aber gut. Soll so sein. Na! Ja, unter. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Bäumchen. Keine Ahnung, ob die jetzt im Weg sind oder nicht, aber wenn wir davon ausgehen, dass der World Grid. Jetzt habe ich wieder zwei da von dem Schaß. Ach Gott. Der World Grid ist ja, wenn man es nicht dreht, so. Also gibt es kein World Grid. Haha! Kann ich das hier machen, wie ich will. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen von hier. Wir kommen hier aus dem Wasser, vom Swimmen. Gehen hierher und gehen hier die Rampe rauf. So, wird hier, soll hier die Rampe rauf beginnen. Blindschuss. War klar. So, soll hier rauf die Rampe beginnen. Will heißt, ich muss von, wenn ich da die Rampe rauf will, so. Drei, zwei, drei. Und so machen. Und so machen. Ja, schon gut aus, oder? Schaut nicht gut aus. Das schaut gut aus. Schön, dass wir jetzt einen mehr verschwenden können dran. So eine Scheiße, den hätte ich gar nicht gebraucht.
So ein Käse. Ist das ein Upgrade? Haben wir. Ja, wirklich ist er. Was haben wir da gehabt? Konkret, danke. Konkret. Konkret richtig vielleicht, ja. Ja, kann man jetzt irgendwer erklären, ob das jetzt steht richtig geht? Das ist doch. Das ist doch zum Kotzen gerade. Warum geht das nicht? Zwei, drei. Okay. Okay. Einfach cool bleiben. Eh wurscht. So. So können wir, so. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Steht. Zwei, drei, vier, fünf. Ja, das schaut ja schon mal gut aus für mein Hotel. My name is Rabbit. Roger, Rabbit. So, das schaut gut aus. Werden wir jetzt mal upgraden? Nee. Blau, 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 blau. Und wenn die blau sind, dann sind sie auch im Endeffekt fix. Eins. Kann ich da nach unten gar nicht, oder? Nee. Zwei. Komm, ich habe eh nicht mit. Aber es ist eigenartig, dass die kein Ding, keine Anzeige haben. Vielleicht sind die so stark, dass keine brauchen. So. Brauchen wir noch Stahl? Ein bisschen was werden wir noch machen, dann beendet man den Part. Der nächste geht dann, ich suche mir dann noch Mats zusammen. Und der nächste Part, also morgen dann, geht dann weiter mit Vollgas, Leverkass, einfach nur mit Mats ans Building ran mehr. Pusch, geleckt mich doch in Krakau. Need Stone. Mensch. Und jetzt hier. Ein Sturm zieht auf, ich habe keine Zeit für einen Sturm. Das sollte ich gleich erledigen, weil ich glaube, das ist wichtig. Aber Leute, es macht Spaß. Ich habe vorher schon ein bisschen gefarmt, jetzt habe ich dazwischen gefarmt. Jetzt in der Aufnahme und nachher kurz noch weiterspielen, dann muss ich fortgehen, ein bisschen feiern. Also ich sag's euch ehrlich, ich könnte hier Stund um Stund um Stund reinbudern und das, also reinhauen. Und das im Endeffekt, das macht nur immer Laune. Ich weiß nicht wieso. Ah, Baum! Was hat denn das Ding für Geldrate? 125.
Jetzt ist es nämlich gleich platt. Ich sag's euch, ich sehe so unendlich viel Potenzial in dieser Open World. Grafik ist für viele ja wichtig, auch für mich, gebe ich zu. Grundstein gelegt, Grafik wird. Kann man noch verbessern, wenn man will, sowieso, aber muss man gar nicht, weil es einfach ist jetzt das Geile ist. Jetzt noch Open World, dann die Dedicated Server dazu. Am besten so persistente Server, die einfach nur 8 gegen 8er Trupps lassen oder so. Oder jeder gegen jeden, 20 Leute mit irgendeinem Main Ziel. Und Ziele gibt es ja schon genug, das Spiel basiert ja auf Mission. Und jetzt noch ein Main Ziel dazu und alle Leute auf dem Ding und das wird absolut geil. Absolut geil. Manche Server müsste das Farmen und das Base Building beschleunigen, damit man eine Runde in 2-3 Stunden erledigt hat mit dem Team. Das möglich ist zu gewinnen, weil nicht jeder jeden Tag spielen kann. Und gibt ja auch, dann kann man auch hardcore-mäßig machen, das wirklich eine Woche rennen. Erinnert an dazu ein Spiel gehen mit einem riesen Baum in der Mitte und 3 Fraktionen. Also 3, die das gleiche gemacht haben, Base Building. Ja. Irgendwas geheißen. Ru-ru-ra. Weiß nicht, auf meinem Kanal gibt es Videos dazu jedenfalls. Ich weiß das auch deswegen nicht mehr, weil das Spiel mittlerweile nicht mehr läuft. Das haben sie komplett abgedreht. Auch die Server sind schon down und das nicht erst seit heute. Also das ist schon eine Weile her alles. Aber das Spiel hatte wirklich Potenzial. Ich habe sogar sehr, sehr viel Potenzial drin gesehen. Das hat mich wirklich fasziniert. Es war aber von der Umsetzung her dann wirklich, also nicht, ich will jetzt nicht sagen grottenschlecht, aber ja, es war grottenschlecht. Und das Problem an der Sache war halt einfach dann, dass das dann niemand gespielt hat und so 12 vs 12 vs 12 oder 20 vs 20 vs 20 war halt dann, da hat man auch Spirit sein können und irgendwie so eine Geisterwelt rüber und dort einen Geist fangen, wieder zurückkommen. Es war, weil es hat so Warcraft-mäßig mit Basebuilding gewirkt. Wie hat denn der Scheiß geheißen? Jetzt mit R. Und nicht Rust, das ist was anderes. Wenn ich es wieder weiß, erwähne ich es irgendwo in einem Video, so dass keiner merkt mittendrin. Wie hat das geheißen? So Wikinger-mäßig auch irgendwie, glaube ich, oder so. Eine MMO. War auf jeden Fall cool. Aber das Gunplay war komplett zerschrott. Also wirklich, das mit dem Bogen und Pfeil, die andere Base Raiden, das vorkommen wie 1980 oder so. Ja, wir haben 3D-Grafik, machen wir einen Shooter. Jo. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Die Betonrampe brauchen wir ja auch dann. Gut, aber das... Ich sag mal, das lassen wir jetzt mal. Der Sturm ist eh bald vorbei. Ich habe nur Angst, erschlagen zu werden gerade. Aber sonst eigentlich von einem umgefallten Baum. Was wurscht ist, da mein Spawnpoint nicht weit weg ist. Zwei ist zu wenig, oder? Brauchen wir schon 3. Eigentlich bräuchte man 4. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie hoch ich jetzt kann. Ich habe das noch nie gebaut. Ich baue ja gerade einfach drauf los. Ich habe das ja noch nie so gebaut. Somit kann ich überhaupt nicht sagen, was ich, wie weit ich da jetzt komme dann damit. Ja, grün ist das alles noch irgendwie da oben, aber es ist schon sehr hoch. Was haben wir denn da gehabt für Höhe? Selektiere ich mal. Ein halbes, 1, 2, 3, 4, ein halbes, ein Holz kriegt Damage. Ich glaube aber, dass das nicht ganz kaputt wird. Da bleibt doch nicht eh das nackte Gerüst stehen dann. Habe ich einen Reparaturhammer? Eher nicht, ne? Da! Stein! Ich meine, das Gute ist, im Misumschau habe ich ja viel Stein hier. Ja, das passt schon halbwegs. Also die Schräge.
Ich weiß nicht, wieso ich so mit die Insel ist länglich in die Richtung. Ich hätte ein bisschen weiter. Weiter nach links hätte ich noch können, aber. Ja gut, ich könnte. Na, drehen durchsetzen. Nee, das lassen wir jetzt da stehen. Das schaut schon gut aus so. Das lassen wir da stehen jetzt. Nein! Au! Wisst ihr, dass ich das Problem schon mal hatte? Genau auf dem gleichen Setup. Und immer wenn du vom Dach runter rennst, fliegst du über eine Breite, über eine Ceiling-Breite drüber und hab da dann eine Wand hergestellt, damit ich nicht dann runterfall. Oh. Alter! Ernsthaft? Ey Junge! Okay, es ist blöd. Es ist wirklich blöd. Ich habe mir eigentlich nicht gedacht, dass das jetzt hierin kaputt wird. Aber gut, soll. Ist passiert, okay. Gut. Ja, von meiner angepeilten halben Stunde, was ich eigentlich jetzt immer wollte, um das nicht alles so in die Länge zu ziehen immer, ist jetzt leider schon, bin ich leider schon wieder drüber. Das Gute ist noch immer im Spiel, reparieren kostet nichts. Das haben sie sich, glaube ich, von Valheim abgeschaut. Wobei, das ist das vor oder nach Valheim erschienen? Nach Valheim. Weil da haben ja viele auch Gamester haben, Redakteure gemeint, ich mag kein Survival, aber warum fesselt mich Valheim? Und einer der Gründe war eben, dass man keine Mats fürs Reparieren braucht, weil es wirkt wenig, ja. Aber durch den ständigen Damage, den man durch Tiere und da in, hier in Icarus durch die Umgebung kriegt, durch die Wettereffekte, ist man, verblasst man ständig seine Mats. Die könnte man so niedrig machen von den Mats, aber das ist dann auch schon nur mehr Alibi halber. Und das macht einfach mehr Spaß. Ich finde es auch, bin genau der Meinung. Also, das macht jetzt schon mehr Spaß so. Ich verstehe zwar jetzt gerade nicht, wieso jetzt mein. Normalerweise liegen meine kaputten Geräte nicht mehr in irgendwelchen Taschen rum. Da ist nicht mehr viel über. Kaputt. Repair. Ja, aushalten tut er nicht viel, aber das weiß ich. Es ist nichts Neues. Ich weiß nicht, warum meine Mischmaschine jetzt kaputt ist, aber vielleicht ist es ein Zeichen. Ich werte das jetzt mal als Zeichen, dass ich einfach keine zwei brauche. War nämlich eh gerade ein bisschen lästig. Also wie gesagt, also werte ich, werte ich es jetzt einfach mal als Zeichen. Warum? So die Teile da. Ah, fuck you, mein Freund. Fuck you. Okay. Jetzt geht's dann langsam ans Farmen, das was ich erwähnt habe. So, also. Machen wir so. Wir gehen jetzt ans Farmen. Jetzt geht's am Sack, dass ich aufs Dach so nicht drauf komme, außer ich dann mal hin und her kletter. So, wir werden das hier machen. Event-Tunnel. Es ist so ein Tunnel zu einem Event. Love Parade. Nee, Spaß. Das ist, eventuell werde ich das doch ein bisschen rüberdrehen. Das ist nicht jetzt so in die Richtung, sondern ein bisschen so in die eher. So ein bisschen ausdrehen nach links, dass man von hier rein so ziemlich gerade rauf kann. Weil das ist eine der wenigen flachen Stellen, wo ich eigentlich, wenn ich da mit dem Mount komme, rein, raus, dann direkt rauf können würde. Wobei ich vom Blick her, möchte ich schon vom Blick her in die Schlucht da bleiben oder nach hinten. Das möchte ich schon lassen. Aber dazu muss ich es ausdrehen ein bisschen. Das machen wir im nächsten Part. So Leute, also ihr seht, was passiert, was ich vorhab. Ihr wisst es jetzt, kann ja eh nicht die Klappe halten. Also von daher, ihr wisst, was ich vorhab. Wir werden das jetzt machen. Wir werden noch höher gehen. Ich werde dann noch eine vierte oder fünfte Säule ranmachen. Ich mag höher, ich mag hoch hinaus. Und
Das machen wir im nächsten Part. Ja, wir haben jetzt einen wunderschönen, ich finde ihn schön. Baupart, Farmpart, wir wissen jetzt, was wir alles brauchen, wo wir es herkriegen. Wir wissen, wie wir es bauen. Wir nehmen Beton. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, meine Freunde. Aber like, comment. Nichts vergessen. Bis dann, meine Freunde. Und ciao.